Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte von nirgendwo, aus meinem kleinen Bed and Breakfast. Und heute habe ich euch wieder mal was von Hidden Side mitgebracht. Die Serie, die ja eigentlich so schlecht geredet wird, aber ich eigentlich ganz gut finde. Aber so sind die Geschmäcker verschieden. Natürlich, ich habe hier nie was mit der App gemacht, ich habe es mal ausprobiert. Aber die App braucht niemand, die Sets sind eigentlich sehr gut, wie ich finde. Aber eben, jeder so wie er will. Das hier ist die Box. Es ist die 70427, das Hidden Side Portal. Und was halt das Problem dieser Sets ist, ist die Box. Hier da vorne jetzt, das andere war der Vorderteil der Box. Das hier die Rückseite. Und hier auf der Vorderseite, da sieht man halt einfach nicht, was man kauft. Deshalb blieb das halt einfach auch im Regal stehen. Aber ist eigentlich, eben, sind sehr schöne Sets. Hier noch die Figuren, die da drin sind. Hat hier in diesem Set auch vier wirklich coole Figuren, wie ich finde. Das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Dann haben wir hier die Anleitung. Das Ganze wird in zwei Bauabschnitten aufgebaut. Die seht ihr hier. Und nach 60 Seiten ist man fertig mit Bauen. Dann sind hier auch noch die Sets der ersten und, glaube ich, der zweiten Welle von Hidden Side dabei. Hier die etwas älteren, glaube ich. Bin aber nicht ganz sicher, wie das ist von der Zeitschrift. Und hier die anderen. Und eben, also, wenn man hier schaut, der Zug ist cool, die Schule ist cool, der Bus ist cool. Auch die anderen Sets, was ist hier noch? Der Friedhof ist sehr schön, das Restaurant, das Fischrestaurant ist cool. Also es hat hier wirklich, auch der Fischkutter ist sehr schön, den kann man auch gut in die Stadt integrieren. Hier auf der Seite auch der Leuchtturm ist sehr cool. Die Autos sind auch okay. Was haben wir hier noch? Eben dieses Set hier, das Flugzeug ist gut. Die Achterbahn und auch die U-Bahn-Stationen sind alle cool. Also, ja, ich habe die fast alle gebaut. Ich habe die alle gebaut. Und muss sagen, da ist kein Schlechtes dabei. Also, ja. Aber eben, wenn man die Box halt nur anschaut, dann sieht man nicht, was drin ist. Und ich finde es natürlich auch nicht schlecht, weil ich die alle mit 40, 50, 60% Rabatt gekauft habe. Und für den Preis... So viel Lego, so viel gutes Lego, das ist doch nicht schlecht. Also, da kann man schon mal das eine oder andere Set dann kaufen. Und auch hier dieses Set, ich zeige euch zuerst mal die Figuren. Das hier ist der Jack. Hat halt eine coole Kapuze mit einer Mütze darunter. Das sieht sehr cool aus. Ist gar nicht, hat er ein zweites Gesicht. Ja, hat auch ein zweites Gesicht. Und eben das hier ist das Kapuzenmützenteil. So, oh, jetzt ist es weg. Naja, hoffe, ihr habt es gesehen. Ich kriege jetzt hier noch nicht unter den Tisch, mache ich dann später. Aber er hat zwei Gesichter, coole Figur. Ja, dann haben wir hier diesen roten, das ist der Axel Jobs, heißt er. Der hat eine Axt in der Hand, wahrscheinlich deshalb Axel. Und hat halt so Geistbeine, also so, ja. Geistert da halt rum. Der hat aber nur ein Gesicht. Aber halt auch eine coole Mütze an. Und ja, ich meine, so eine Figur kann man immer mal irgendwo einbauen. Also, der hat schon was. Und dann haben wir hier die zwei Figuren. Ich glaube, die sind identisch, sind hier allerdings mit zwei verschiedenen Namen aufgeführt. Aber ich sehe da nicht wirklich einen Unterschied. Also, ja, von dem her. Ich mache jetzt eine vorwärts und eine rückwärts hin. Dann seht ihr die gleich beide zusammen. Ja, die sind auch cool. Also eben, da kann man richtig so eine Geisterarmee aufbauen oder so eine, ja, was auch immer für eine Armee. Da ist man frei. Dann haben wir hier noch ein paar Tiere bei diesem Set. Also hier mal eine Fledermaus. Und wir haben hier auch eine Funktion, wenn man hier so, das hier so, kann man das so, und dann kommen da zwei Spinnen hervor. Ich
zeige euch mal eine davon. Das sind halt die Tiere, die hier noch dabei sind, eben die Spinne und die Fledermaus. Die Spinne zweimal. Jetzt habe ich sie noch verkehrt hingesetzt, aber ist egal. Ihr habt sie gesehen. Den setze ich wieder hier drauf. Und dann zeige ich euch mal das Z ein bisschen näher. Du kommst wieder hier rein. So. Also es hat hier auch sehr schöne Teile, so die schwarzen Felsen hier an der Seite. Viele schwarze Teile, viele Azurteile, viele graue Teile. Ja, also. Eben auch zum Beispiel diese Pflanzenteile, ich habe das Set noch einmal geöffnet und in meine Teile getan. Die hier habe ich zum Beispiel, habe ich in meiner Piratenwelt habe ich einen Wasserfall gebaut und unten die herangetan, dass es halt so aussieht, wie wenn sich das Wasser da so, wenn es da so sprudelt. Ich fand, das sieht einigermaßen okay aus. Hier haben wir noch eine Funktion, dieses Rad hier. Das braucht man für die App. Da kann man verschiedene Farben einstellen. Jetzt ist die Spinne weg. Verschiedene Farben einstellen und dann macht das Spiel was anderes mit der, in der App. Eben hier, das habe ich schon gezeigt, das kann man nach oben tun. Und man kann hier noch Augen aufmachen. Dann hat man hier so Augen und dann sieht das Ganze so wie ein böses Gesicht aus, mit Zähnen hier, das einen fressen will. Sind, glaube ich, alles Aufkleber hier, ja. Also nichts. Ah, die Augen hier von diesem Monster, das sind Prints. Der Rest, was ihr hier seht, auch die hier, das sind alles Aufkleber. Aber ich finde es ein süßes kleines Set, war jetzt auch nicht, UVP war nicht wirklich teuer. Aber eben, wenn man das mit 50% kaufen konnte, da hat man viele schöne schwarze Teile, eben hier noch eine Laterne. Und ja, für den Preis, da konnte ich nicht widerstehen. Ich habe es auch zwei, dreimal gekauft. Ich bin hier, das ist auch noch eins davon. Das ist noch voll. Ja. Eben, und man bekommt 4 Minifiguren. Ich meine, das ist schon nicht schlecht. Kommt man ja nicht alle Tage so viele Minifiguren auf einmal. Da geizen sie ja meist bei Lego. Aber ja, ich hatte meine Freude hier beim Aufbauen und habe auch jetzt noch meine Freude. Ich finde es ein cooles Set, kleines Set. Man hat ein bisschen Aufbauspaß und schöne Figuren. Und eben mit dem 50% Rabatt, die es eigentlich fast überall gab, kann man da nicht meckern. Also ist das wirklich dann ein guter Teilespender auch. Eben, es hat schöne Teile, schöne Platten. Ja, also, wie findet ihr Lego Hidden Sein, besonders jetzt dieses Set? Könnt mir aber auch gerne über die anderen Sets schreiben, wie ihr die findet. Wie gesagt, über die App, da müssen wir nicht sprechen. Das kann machen, wer will. Ich brauche keine App. Und ja, von dem her, ohne App sind die Sets immer noch sehr gut, wie ich finde. Und von dem her ist das, kann ich die nur empfehlen. Also wenn ihr die irgendwo seht, auch noch, es kann auch sein, dass die jetzt noch rumstehen in gewissen Geschäften, rabattiert mit 50% oder so. Nehmt ruhig was mit. Ihr könnt da nichts falsch machen, die Sets sind wirklich toll. Ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch ein Abo da lassen, das würde mich sehr freuen. Dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und ja, in dem Sinn wünsche ich euch viel Spaß mit Hidden Side, mit Lego und mit allen anderen, was ihr macht. Bis dann!